Wer meint, er darf nur zu Gott kommen, wenn alles gerade und richtig läuft, der hat es nicht verstanden. Was wir vorhin in den Filmen gesehen und beziehungsweise gehört haben. Ich kann mich vor ihm nicht verstecken. Er wird immer tiefer gucken. Er weiß, wer ich bin. Und das macht mich immer traurig, gerade unter sogenannten frommen Leuten, wo ich den Eindruck habe, die gehen nur dann ins Gebet, wenn sie sich gut fühlen. Wenn sie der Meinung sind, jetzt sind sie halbwegs gerecht. Aber sobald sie irgendwo Mist verzapft haben, verkriechen sie sich. Wo ist es mit meiner Ehrlichkeit? Und es ist ja wirklich, es geht ja Hand in Hand. Nur dann, wenn ich vor Gott ehrlich bin, kann ich auch vor mir ehrlich sein. Beziehungsweise auch umgekehrt. Nur wenn ich den Mut habe, zu mir selber ehrlich zu sein, dann habe ich auch den Mut, so vor Gott zu erscheinen, zu sagen, schau mich an. Und von daher ist es auch ganz wichtig zu wissen, wer Gott ist und wie er ist. Es wurde viel zu oft und viel zu lange ein tyrannischer, diktatorischer Gott gepredigt und viel zu wenig der liebende, barmherzige Gott. Da lässt sich einer um meinetwillen umbringen, damit ich leben darf. Das ist Gott, das ist Liebe. Nicht, dass Gott alles toll findet, was wir durchziehen. Das kann ich aus meinem Leben ausreichend bezeugen. Da gibt es so viele dunkle Stellen, die er nicht gut findet. Und trotzdem sagt er, ja. Und trotzdem sagt er, du, ich lass dich nicht mehr los. In dieser Welt brauchen wir häufig diese Maske, das öffentliche Bild. Die Frage ist nur, ist das wirklich mal eine vorübergehende Maske, die ich benötige? Oder verliere ich mich innerhalb dieser Maske? Ein Psychologe sagte mal zu mir, eine der schwersten Aufgaben und langwierigsten Aufgaben eines Menschen ist, seine eigene Identität herauszufinden. Wer bin ich eigentlich? Bin ich der, was andere über mich sagen? Was meine Eltern mir vermittelt haben? Was die Gesellschaft mir vermittelt? Ist ein Obdachloser, Bettler, ist der wirklich nur ein obdachloser Bettler? Wissen wir denn eigentlich, warum der so geworden ist, wie der geworden ist? Wissen wir eigentlich, was in seiner Seele drinsteckt? Was der für Ängste hat, was der für Sehnsüchte hat? Was der für Lebensqualitäten hat, die uns im Grunde verloren gehen, weil er sich nicht mehr am Leben beteiligen kann? Ist das nicht auch eine Form des Sich-Versteckens? Der Bettlermantel, die Brücke, ich nehme mich raus aus der Gesellschaft, weil die Gesellschaft, die mich schon krank gemacht hat, mich nicht endgültig zerstören soll? Wir müssen ehrlich sein. Ja, wir leben in einem Wohlstandsland und wir können sagen, es geht uns noch gut. Aber hier geht so viel gegen den Baum, dass wir uns mal langsam besinnen müssen, was wollen wir eigentlich? Wie wollen wir denn eigentlich leben? Geht es immer nur um Erfolg und Geld? Um ein ewiges Wachstum, na wohin sollen wir denn noch wachsen? Oder geht es mal darum, dass wir mal wieder ehrlich werden zueinander und zu uns selbst? Und wenn ich ehrlich zu mir werde, dann will ich erstmal eins, dass man mir das Leben gönnt, dass ich leben darf, dass da keiner ist, der mir das Leben wegnehmen will. Aber bitte, wenn ich möchte, dass ich leben darf, dann hat jeder andere das Recht, genauso leben zu dürfen. Also steht es mir nicht zu, mich an dem Leben anderer Leute zu vergreifen. Und dafür gibt es auch keine blöden Ausreden, es sei denn die Notwehr. Ja? Für mich ist die Notwehr die einzige gestattete Möglichkeit, sich zu wehren, wenn ich angegriffen werde. Dann ja. Aber ansonsten, leben und leben lassen, ist zwar ein billiger Spruch mittlerweile, aber das stimmt doch. Ja, ich brauche im Alltag eine Maske. Vielleicht brauche ich sie. Aber ich darf mich nicht in der Maske verlieren. Ich muss wissen, wer ich hinter dieser Maske bin. An irgendeiner Stelle sagt Jesus mal sinngemäß, selig der Mensch, der weiß, was er tut. Aber um zu wissen, was ich tue, muss ich wissen, wer ich bin. Denn mein Tun ist immer Ausdruck meines Seins. Hat also das, was ich lebe, mit dem zu tun, was in mir wirklich Realität ist, was echt ist? Oder habe ich mich schon in meiner Kunstfigur derartig verloren, dass ich gar nicht mehr zu mir zurückfinde? Also gerade dann brauche ich jemanden, der mich zurückholt.
sich verkleiden, sich maskieren, eine Rolle spielen, das ist schön. Das darf man. Aber es darf daraus keine Lebensrolle werden. Und das zweite Stichwort war ja maskiert, geliftet. Wir haben ja heutzutage Schönheitschirurgie par excellence. Ja, mir sagte letztens jemand, ich meine, ich fand den Witz so schlecht, dass er schon wieder gut ist. Mick Jagger ist die erste Frau mit aufgespritzten Lippen. Ja. Ich meine, der Stones-Sänger hat ja so eine Lippen, aber das ist nichts gespritzt. Nur, wir kennen so seltsame Promis, die sind mittlerweile derartig geliftet und hochgespritzt, dass das schon ekelhaft ist. Aber ich möchte trotzdem sagen, ich will das nicht grundlegend ablehnen. Ich kenne selber Frauen, die haben gewisse Korrekturen vornehmen lassen und das finde ich in Ordnung. Nichts Übertakeltes, nichts Überdrehtes. Aber ich sag mal simpel, wenn eine Frau 3 Kinder zur Welt gebracht hat und der Busen hängt und sie fühlt sich damit nicht wohl und lässt sich schönheitschirurgisch etwas aufpäppeln, dann bin ich der Letzte, der dagegen was sagt. Ja. Die Frage ist nicht, ob ich Korrekturen vornehmen lasse. Also wäre schlimm, wenn nicht, weil dann würde ich hier mit sehr viel weniger Zähnen rumsitzen, als ich jetzt vorweisen kann, nicht wahr? Wir lassen Reparaturen vornehmen. Nur, wenn der Schein das Sein ersetzt, das heißt, wenn ich die teuersten Anzüge, das teuerste Equipment haben muss, um mich der Welt zu zeigen, weil ohne dem wäre ich ja nichts. Na, dann bin ich wirklich nichts. Wenn jemand bereit ist, Haus und Hof zu verlieren, dann von mir aus seine Schönheit und trotzdem noch sagen kann, ich stehe zu mir, ich darf ich sein, dann bin ich da, wo Gott sagt, jetzt bist du da, wo du hin sollst. Stell dich vor mich und sage, ich bin, wie ich bin und ich kann nicht anders. Weil dann können wir miteinander anfangen. Vor Gott nicht maskieren. Bitte nicht. Wer versucht Gott zu bescheißen, bescheißt sich selbst. Den Mut, das Wagnis einzugehen, mich hinzustellen und zu sagen, schau mich an, du kennst mich sowieso. Und dann die Antwort zu bekommen, ja, ich kenne dich. Aber so wie du bist, ich will nicht, dass du so bleibst, aber so wie du bist, bist du für mich erstmal okay. Weil so wie du bist, kann ich etwas mit dir anfangen. Aber anfangen heißt eben am Anfang sein und sich dann auf den Weg begeben. Und ich merke, je mehr die Leute versuchen, mit sich allein auf den Weg zu gehen, nicht jeder ist seines Glückes Schmied. Ich bin der Herr, mein Gott, ich hab's mit mir zu tun, ich setz mich durch. Nun, es gibt Leute, die haben genug Kraft und genug Ego. Man merkt es ja, die Karriereleute, nicht wahr? Aber was mir trotzdem bei denen auffällt, ist dieses berühmte Wort von Martin Luther. Ich sag's mal einmal auf Lateinisch. Incurvatus in se. In sich verkrümmt. Ich stelle bei diesen Menschen fest, je länger sie leben, umso mehr halten die Nabelschau. Je weniger werden die kritikfähig. Auch der Selbstkritik. Dieses, ich bin immer gerecht. Ich bin immer der Gute. Und wenn irgendwas schief läuft, dann sind es immer die anderen. Nur nicht ich. Könnte es nicht sein, dass diese Welt gesunden könnte, wenn wir alle mal bei uns selbst anfangen würden? Ja? Es macht doch keinen Sinn. Ich kann mich darüber aufregen, dass ständig irgendwo Regenwälder abgeholzt werden. Das ist ein ekelhaftes Verbrechen. Aber wenn ich selber sogar zu faul bin, meinen Müll zu trennen, dann darf ich mich darüber nicht aufregen. Ja, sicher, indem ich meinen kleinen Hausmüll nicht trenne, werde ich die Umwelt nicht kaputt machen. Aber einen kleinen Beitrag leiste ich doch dazu. Das heißt, wenn ich mich genauso benehme im Kleinen, wie die sich im Großen benehmen, dann sollte ich die Fresse halten wenigstens. Dann darf ich mich darüber nicht aufregen. Weil, wenn ich mich über etwas aufrege, muss ich mir erstmal die Frage stellen, habe ich eigentlich ein Recht dazu, mich aufzuregen oder verhalte ich mich genauso? Und das ist übrigens, das ist das etwas Pieksende, wenn man wirklich ernsthaft mit Gott leben will. Man muss ehrlich werden. Und wer nicht mehr in einer beständigen Lüge leben kann, sondern ehrlich werden muss, das ist heilsam, aber das tut weh. Aber ich sage euch eins, Freunde, egal wie sehr es weh tut, wenn du dich sehen musst, wie du bist, die Liebe, die dich das sehen lässt, ist größer als dein Schmerz.
Das Licht, das dir da begegnet, ist größer als deine Dunkelheit. Der gekreuzigte und auferstandene Jesus, der hier mitten unter uns ist, er war wohl der authentischste Mensch, der je gelebt hat auf dieser Erde. Und er ist es bis heute. Und er will uns hineinziehen in seine Wahrheit. Und seine Wahrheit ist eine Aufrichtigkeit, eine Ehrlichkeit. Und erst dann ist wahrhaftige Liebe möglich, auch zwischenmenschlich. Hast du schon mal versucht, einem Menschen Liebe vorzugaukeln? Das ist ekelhaft. Aber aus tiefstem Herzen wahrhaftig lieben können, auch wenn mein Gegenüber nicht maskiert und gelüftet ist, wenn ich wieder den Greis die junge Frau sehen kann, weil ich ins Herz schaue. Ich schließe, ich muss, oh, ganz klein, es gab einen wundervollen Film, ich weiß nicht, wie der heißt, der fällt mir aber gerade ein, der spielte auch im Dritten Reich, da hat die Haushälterin, das war eine junge Dame, den Sohn des Hausherrn gerettet. Und die haben sich 60 Jahre später wiedergesehen. Er hatte natürlich in Erinnerung diese wunderschöne junge Haushälterin. Und er war ein rüstiger, wohlhabender Rentner. Und dann ist er mit der Bahn gefahren. Und dann stieg er aus. Und dann sah er auf dem Bahnsteig eine klapprige alte Frau mit Krückstock. Vollkommen verblüht. Aber das haben die filmisch wunderbar umgesetzt. Er sah sie an. Und dann hatte ich das in der Perspektive. Er sah die junge, schöne Frau. Er hatte tiefer geschaut. Und wer tiefer schaut, sieht mehr. In diesem Sinne, lass dich anschauen und guck selber, wie du selbst hinschaust. In diesem Sinne, seid gesegnet. Amen. Amen. Hast du ein schönes Lied für uns? Habt ihr ein schönes Lied für uns? Ich habe die ganze Zeit darüber nachgedacht, was